Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal ein etwas anderes Video. Es wird heute mal kein Tutorial geben, dafür in nächster Zeit umso mehr, aber dazu komme ich noch. Ich glaube, es ist mal Zeit, darüber zu sprechen, was gerade so alles bei mir abgeht. Ich habe das Gefühl, müssen wir miteinander reden. Das erste Thema ist ein sehr schönes Thema, an dem ich jetzt sehr, sehr lange gearbeitet habe. Ich habe hier und da mal wieder so ein bisschen schon angeteased, dass es zur Weihnachtszeit bei mir dieses Jahr einen Adventskalender geben wird. Das bedeutet, ich habe eine extra Seite eingerichtet auf meiner Webseite, wo man sich registrieren kann und dann wird es jeden Tag vom 1. bis zum 24. Dezember Verlosungen geben. Und dafür habe ich richtig tolle Partner mit an den Start bekommen, die da wirklich richtig tolle Preise auch sponsoren, die ihr am Ende gewinnen könnt. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach, euch einmal mit eurer E-Mail-Adresse anzumelden. Wenn ihr in meinem Newsletter schon angemeldet seid, dann seid ihr auch automatisch in den Verlosungen mit dabei. Ansonsten, wie gesagt, einfach mit eurer E-Mail-Adresse einmal anmelden und dann seid ihr sofort vom 1. bis zum 24. Dezember automatisch bei allen Verlosungen mit registriert und könnt täglich tolle Preise gewinnen. Ihr könnt natürlich auch mittendrin einsteigen, ne? Also wenn ihr jetzt dieses Video vielleicht erst am 10. Dezember oder so seht und euch denkt, wow, ich hätte gern irgendwie noch die Möglichkeit, an den einzelnen Verlosungen teilzunehmen, die bis dahin dann noch laufen, jederzeit einfach noch registrieren, anmelden und wir losen täglich dann die Gewinner entsprechend aus. Außerdem wird es gleichzeitig auch jeden Tag hier auf diesem YouTube-Kanal ein Video geben. Und ich habe echt lange daran gesessen, weil es ist ziemlich anstrengend und ziemlich zeitintensiv, tatsächlich 24 YouTube-Videos vorzuproduzieren und gleichzeitig auch noch die wöchentlichen Videos rauszubringen, wie ich es bisher getan habe. Und das war ein ziemlicher Zeitaufwand, aber ich hatte richtig Bock darauf, das mal zu machen, einfach mal auszuprobieren, was das auch für den Kanal bedeutet, wenn man fast einen ganzen Monat lang jeden Tag ein Video rausbringt und auch jeden Tag ein Video rausbringt, was auch wirklich einen Wert für euch hat. Also es sind tatsächlich sehr viele Tutorials entstanden für Lightroom, für Photoshop besonders viele, also da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ihr mögt ja auch sehr gerne die Photoshop-Videos, sehe ich zumindest immer so an den Klickzahlen. Und da wird also eine ganze Menge auf euch zukommen, vom 1. bis zum 24. Dezember, wie gesagt. Jeden Tag ein Video, jeden Tag eine Verlosung. Und bei den Verlosungen haben wir auch, wie gesagt, richtig tolle Partner mit dabei, wie zum Beispiel den Rheinwerk Verlag, Haugland ist mit dabei, Skylum ist mit dabei, Radiant Photo ist mit dabei, Maglio Fotos ist mit dabei, der Felix Röser ist mit dabei, Viewfinder, die App ist mit dabei, Basti Werner ist mit dabei, ich bin mit dabei, Landscape Hunter ist mit dabei, Whitewall ist auch mit dabei und sponsert richtig tolle Preise. Also wir haben wirklich eine sehr, sehr große Bandbreite an verschiedenen Preisen, die wir euch dann auch präsentieren können. Und ich hoffe, ihr habt da genauso Bock drauf wie ich. Weil es ist, wie gesagt, kostenlos und ich dachte mir, es ist eine schöne Zeit, jetzt einfach in der Weihnachtszeit euch auch ein bisschen was zurückzugeben. Ihr habt also jeden Tag die Chance, hier geile Preise abzuräumen und wie gesagt, einfach anmelden. Es ist der erste Link in der Videobeschreibung, da einfach dem Ganzen folgen. Das zweite Thema ist die Kanalmitgliedschaft. Und ich habe diese Kanalmitgliedschaft jetzt tatsächlich mal aktiviert als Feature. Ich habe lange überlegt, ob ich das machen soll oder nicht, bin jetzt aber zu dem Schluss gekommen, ich mache es einfach mal. Und die große Prämisse dabei war, dass ich gesagt habe, ich möchte auf keinen Fall den Leuten, die mir jetzt mit ihrer Kanalmitgliedschaft etwas monatlich von ihrem Geld geben, keine Vorteile geben. Und vor allem nicht die, die es halt nicht können oder nicht wollen, keine Nachteile geben. Sondern der Content, der hier kommt, der ist nach wie vor für alle zugänglich und es wird auch keine extra Content-Seiten geben für Leute, die monatlich hier was dazugeben möchten, sondern es bleibt komplett auf freiwilliger Basis. Das ist mir ganz wichtig, das haben Krolop und Gerst ja auch erst letztens genauso entschieden, genauso habe ich das jetzt auch entschieden. Ich finde das einen guten Denkansatz, weil ich möchte einfach auf der Basis etwas schaffen. Wenn ihr sagt, ihr möchtet mich und meine Arbeit und den Kanal hier unterstützen, dann könnt ihr das gerne tun. Freue ich mich sehr darüber. Ich möchte aber auch keinen benachteiligen, der nicht die Möglichkeiten dazu hat, mich da entsprechend zu unterstützen monatlich. Aber wenn ihr Bock habt, dann einfach hier, ich glaube hier auf der Seite müsste es sein, könnt ihr jetzt unter dem Video den Button anklicken, Kanalmitglied werden. Und ich freue mich natürlich über jeden, der da sagt, hey, ich finde die Arbeit cool, die du machst, weil es kommt ja auch wöchentlich hier quasi jetzt immer ein Video gratis, wo ich auch probiere, mein Wissen nach bestem Wissen und Gewissen weiterzugeben. Und wenn du da Bock drauf hast, dann freut es mich auf jeden Fall sehr. Das war auch tatsächlich
ein Thema, was mich so ein bisschen negativ beschäftigt hat in der letzten Zeit. Ich bin jemand, ich lese mir alle Kommentare durch. Ich antworte nicht auf alle Kommentare, aber ich lese mir erstmal alle Kommentare durch. Und es gab unter den vielen hundert Kommentaren jetzt tatsächlich auch wieder so ein, zwei Kommentare, die negativ waren. Und ich bin jemand, der nimmt sich solche negativen Kommentare leider sehr zu Herzen. Ich weiß, dass ich das eigentlich abstellen müsste, aber es ist halt so, ich bin halt ein Mensch und von daher, ja, was soll ich dagegen tun? Diese Kommentare haben genau von diesem Thema gehandelt, dass kritisiert wurde, dass hier auf dem Kanal ab und zu auch mal Werbung läuft. Und ich bringe das deswegen damit in Verbindung, weil ich auch nochmal hier ganz klar sagen möchte, dass ich hier zwar alles kostenlos zur Verfügung stelle auf diesem YouTube-Kanal, aber es trotzdem sehr, sehr viel Zeit frisst. Ihr müsst euch mal überlegen, so ein Video zu machen, dauert halt einfach seine Zeit. Man muss sich erstmal ein Thema überlegen, man skriptet so ein Video, man nimmt das Video auf, man muss es schneiden, man muss es hochladen, man muss ein Thumbnail dazu noch generieren und so weiter. Das dauert tatsächlich wirklich viel Zeit. Und je hochwertiger man es machen möchte, umso mehr Zeit kostet es. Dann kommt vielleicht auch immer irgendwann ein Kameramann mit dazu, weil man sich nicht die ganze Zeit selber filmen möchte. Dann kommt vielleicht irgendwann mal ein Cutter mit dazu, weil man gar nicht mehr die Zeit hat, es selber zu schneiden. Weil tatsächlich lebe ich davon. Also jetzt nicht von YouTube, davon kann ich nicht leben. Aber ich lebe von der Fotografie. Und solange ich YouTube-Videos mache, kann ich nicht normale Aufträge durchführen und damit Geld verdienen. Das heißt, ich mache es quasi mehr oder weniger kostenlos und stelle es hier auch kostenlos zur Verfügung. Und das Problem ist einfach, diese Leute, die dann sich darüber brüskieren, dass da auch mal eine Minute Werbung irgendwo zwischen ist, genau diese Leute, glaube ich tatsächlich, die würden niemals kostenlos auch nur einen halben Tag in ihrer eigenen Arbeitsstelle arbeiten. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Koch sagt, hey, die nächsten drei Tage arbeite ich einfach mal umsonst, weil ich da Bock drauf habe. Sondern es ist doch völlig normal, dass wenn man arbeitet, dass man dafür dann auch entsprechend Geld bekommt. Ich möchte gar kein Geld von euch haben. Ihr könnt mir Geld geben über die Kanalmitgliedschaft jetzt, aber ich möchte gar nicht, dass das Ganze hier zu Bezahl-Content wird, sondern ich möchte es anders lösen. Ich möchte, dass ihr das alles kostenlos zur Verfügung habt, muss aber teilweise das Ganze dann auch einfach ein Stück weit querfinanzieren. Zum Beispiel auch mal mit einem gesponserten Video. Ja, wenn jetzt eine Firma sagt, hey, wir finden deinen Inhalt cool, den du hier produzierst, können wir da irgendwie mal Teil dieses Inhalts werden. Und mir ist immer ganz wichtig dabei, dass ich erstens nur Produkte bewerbe, wo ich auch selber dahinter stehe, die ich ausprobiert habe, die ich gut finde. Und das Zweite ist, dass ich mich nicht dabei verstellen muss. Das bedeutet, ich möchte meine Meinung sagen, auch wenn sie negativ ist. Und da werfen mir jetzt auch Leute vor, naja, das tust du ja gar nicht. Doch, genau das tue ich. Beziehungsweise kommen keine Videos zu Sachen, die ich nicht gut finde. Zum Beispiel jetzt auch Lumina Neo. Ich habe jetzt ein Video zu Lumina Neo gemacht, beziehungsweise zu den Erweiterungen. Und guckt einfach mal nach, wie lange davor kein Video zu Lumina Neo gekommen ist. Weil ich Lumina Neo am Anfang einfach nicht gut fand. Weil es nicht gut performt hat. Weil es abgestürzt ist. Weil es zu langsam war. Und deswegen kam dazu auch Ewigkeiten kein Video. Ja, und ich bin kein Mensch, der gerne negative Sachen sagt. Das sage ich auch ganz klar. Dann mache ich lieber gar kein Video dazu, bevor ich jetzt ein Video über Sachen mache, wo ich einfach nur draufhaue und sage, das Produkt ist scheiße. Dann mache ich lieber gar kein Video zu dem Produkt. Aber die Videos, die ich mache zu Produkten, wo ich dann mal was vorstelle, da stehe ich dann auch wirklich dahinter. Und wenn ich dann sage, hey, das habe ich ausprobiert und ich finde es gut, dann ist das tatsächlich auch so. Das, wie gesagt, nur nochmal an der Stelle wollte ich jetzt mal kurz gesagt haben, weil es tatsächlich ein Thema war, was mich sehr bedrückt hat in der letzten Zeit. Kommen wir aber wieder zu einem freudigen Thema und das ist die Weihnachtsaktion. Ja, es gibt einen Adventskalender, aber es gibt auch insgesamt wieder eine Weihnachtsaktion in meinem Online-Shop. Und zwar, wie jedes Jahr, 20% Rabatt auf alles quasi, außer Tiernahrung. Nein, also es geht quasi wieder darum, ihr könnt alle Videotrainings, die da sind, mit 20% Rabatt bekommen. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache, hat jedes Jahr super funktioniert, wurde jedes Jahr super angenommen. Den Code dazu, den gibt es auch direkt auf der Website. Ich blende ihn auch hier unten nochmal ein. Den müsst ihr einfach nur im Warenkorb angeben und dann wird euch 20% auf die gesamte Bestellung abgezogen und damit könnt ihr dann natürlich auch nochmal gut sparen. Und ich hoffe natürlich, gerade jetzt in der Winterzeit, wenn man nicht ganz so viel draußen ist zum Fotografieren, sondern eher so ein bisschen Zeit hat, um Bildbearbeitung zu machen oder auch Bildbearbeitung zu lernen, dann könnt ihr an dieser Stelle hier zuschlagen. Und wir bleiben auch gleich dabei, weil es kommt ein neuer Videokurs raus, und zwar Lightroom für Landschaftsfotografen. Ihr wisst, ich habe Lightroom für Anfänger und Lightroom für Fortgeschrittene und jetzt kommt Lightroom für Landschaftsfotografen. Das ist quasi der dritte Teil. Er schließt quasi
an den zweiten Teil am Ende an, weil es wird kein Videotraining sein, wo ich dann wieder drauf eingehe, was macht die Palette, was macht der Regler und so weiter, sondern da geht es wirklich um den Workflow. Ich zeige dir, wie ich in Lightroom von A bis Z arbeite und ich zeige dir vor allem auch sehr, sehr fortgeschrittene Techniken, gerade was die Maskierung angeht. Ich arbeite fast ausschließlich nur noch mit Masken und mit diesem neuen Maskenmodul, was es jetzt gibt, ist es unfassbar geil geworden, muss ich jetzt einfach mal so sagen, was man alles in Lightroom machen kann. Ich brauche so gut wie kein Photoshop mehr. Und ich zeige dir in diesem Videotraining einfach die absoluten besten Techniken, die man nutzen kann, um ein Bild wirklich von A bis Z zu bearbeiten. Und das ist wirklich der Anschluss an Lightroom für Fortgeschrittene. Das heißt, wenn du mit Lightroom noch nicht viel gemacht hast, dann wirst du dieses Videotraining erstmal ja vielleicht gar nicht so gut verstehen. Da würde ich dir erstmal empfehlen, die anderen Videotrainings zu gucken, um auf den Stand zu kommen, um auf den Wissensstand zu kommen. Und in diesem Videotraining geht es dann wirklich um sehr fortgeschrittene Techniken, wie man mit Lightroom arbeiten kann. Das kommt am 1. Dezember raus, also pünktlich auch zum Start des Adventskalenders. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich da deine Unterstützung bekomme, wenn du Bock hast, dieses Videotraining dann zu kaufen. Da wird es natürlich auch wieder RAW-Dateien mit dazugeben und wir bearbeiten da wirklich richtig coole Bilder. Ich habe da sehr, sehr viel Herzblut reingesteckt und ich denke und hoffe, dass ihr das genauso feiert wie ich am Ende. Wenn wir schon bei Videotrainings sind, es wird in Zukunft auf diesem Kanal auch ein Videotraining kostenlos zur Verfügung geben, und zwar Fotografieren für Anfänger. Ich habe mich dazu entschieden, diesen ganzen Videokurs auf YouTube zu stellen. Jedes Kapitel kommt online und wir fangen jetzt auch in der Weihnachtszeit mit den ersten Kapiteln bereits an. Ich habe mir überlegt, dass ich dieses Grundwissen zur Fotografie, dieses Basiswissen einfach jedem zugänglich machen möchte. Und damit jeder erstmal eine Basis hat, einen Wissensstand hat, womit man dann weiterarbeiten kann, zum Beispiel für die Bildbearbeitung oder auch für fortgeschrittene Fotografietechnik. Aber das möchte ich tatsächlich jedem zur Verfügung stellen, dieses Wissen. Und deswegen kommt dieser Fotografieren-Lern-für-Anfänger-Kurs jetzt nach und nach online auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, du freust dich darüber. Und selbst wenn du schon länger fotografierst, glaube ich, dass bei manchen Kapiteln immer noch was mit dabei ist, was man vielleicht wieder mitnehmen kann. So geht es mir persönlich auch immer. Also ich gucke mir auch gerne solche Videos an, obwohl ich selber schon, ich glaube jetzt aktuell, fast 12 Jahre fotografiere. Von daher kann ich es dir nur empfehlen, schau auf jeden Fall mal rein. Es geht, wie gesagt, jetzt in der Weihnachtszeit direkt los und ich hoffe, dass es von euch richtig gut angenommen wird. Und dann habe ich noch ein Thema, und zwar Fotografieren in der Stadt, das Buch. Ich bin Buchautor, Leute. Tatsächlich habe ich ein Buch geschrieben. Zwar nicht alleine, wir haben insgesamt 7 Autoren hier, aber ich weiß gar nicht, ich habe das bisher, glaube ich, nur in der Instagram-Story mal veröffentlicht, dass ich dieses Buch rausgebracht habe, im Rheinwerk Verlag. Und da bin ich mega stolz drauf. Es ist zwar kein Landschaftsfotografiebuch, sondern ein Städtefotografiebuch, aber ihr wisst ja vielleicht, dass ich gerade mit der Städtefotografie eigentlich angefangen habe, bevor ich in die Landschaftsfotografie gegangen bin. Und ja, ich bin so ein bisschen zu meinen Wurzeln zurückgegangen in diesem Buch. Wir haben hier ganz viele verschiedene Kapitel von verschiedenen Autoren drin und ja, dadurch, dass wir 7 Autoren haben, haben wir hier auch wirklich eine sehr große Diversität drin. Das heißt, die Städte, die hier fotografiert werden, werden aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln mit ganz unterschiedlichen kreativen Ideen fotografiert. Und es ist so eine Art Workshop-Buch. Das heißt, du kannst dir jedes Kapitel einzeln anschauen. Du musst ja nicht am Anfang anfangen, sondern du kannst einfach mittendrin anfangen, dir mal ein Kapitel rauszusuchen und das dann einfach nachzufotografieren. Also, falls du Bock hast und für Weihnachten noch irgendwas suchst, Fotografieren in der Stadt ist tatsächlich, ja, draußen. Und ich freue mich super darüber, dass ich jetzt sagen kann, ich habe auch mal ein Buch geschrieben. Und es wird natürlich auch im Adventskalender auch verlost werden. Also da könnt ihr euch auch drauf freuen. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Thema. Und zwar habe ich mir mal so Gedanken gemacht, ob wir in Zukunft vielleicht auch mal so ein paar andere Videothemen hier noch mit reinbringen. Da geht es zum Beispiel auch so ein bisschen um den Van. Da habe ich auch überlegt, macht es eigentlich Sinn, auf diesem Kanal hier Content für den Van zu produzieren bzw. Online zu stellen. Ja, also ich habe ja so ein paar Videos auch hochgeladen, wo ich den Van umgebaut habe. Aber ich habe mich so im Nachhinein gefragt, macht es eigentlich so viel Sinn, weil wollt ihr sowas überhaupt gucken? Ihr seid ja fotobegeistert und gar nicht so interessiert vielleicht daran, wie man einen Van umbaut oder solche Geschichten. Und dann kam auch die Idee auf, naja, wenn mich privat mal irgendwas beschäftigt und ich dazu ein Video machen könnte, würdet ihr euch sowas auch angucken? Seid ihr auch interessiert daran, mal so ein paar andere Dinge zu meiner Person außer der Fotografie zu erfahren? Sollte ich sowas vielleicht auch mal ein Stück weit machen? Also zum Beispiel Peter McKinnon macht ja bei weitem nicht nur noch Fotovideos, sondern der
geht auch so ein bisschen in seinen Alltag mit rein und nimmt die Leute auch da mal mit. Und ich habe einfach überlegt, solche Videos auch mal zu machen. Ich habe da eigentlich mega Lust drauf, aber ich weiß halt einfach gar nicht, ob solche Videos überhaupt bei euch ankommen würden. Und deswegen an euch mal die Frage, würdet ihr euch solche Videos tatsächlich auch von mir angucken oder interessiert euch eigentlich die Person Stefan Schäfer gar nicht, sondern es geht eigentlich immer nur um die Tutorials zur Bildbearbeitung. Würde mich mal interessieren, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und das war's jetzt auch erstmal. Also das waren ja wirklich relativ viele Themen. Ich hoffe, du hast überhaupt bis zum Ende durchgehalten. Wenn dem so ist, Dankeschön. Und gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben für den Algorithmus. Könnt ihr auch, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, was eure Meinung zu den ganzen Themen ist, was ich jetzt gerade so bequatscht habe. Wie gesagt, am 1. Dezember geht's los mit dem Adventskalender, das heißt am Donnerstag schon. Adventskalender und jeden Tag ein YouTube-Video. Ich freue mich da, wie gesagt, sehr drauf. Ich bin super gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt. Es war unglaublich viel Vorbereitungszeit und ich hoffe, dass wir das ganze Ding zusammen richtig rocken. Und ich wünsche euch jetzt schon mal eine frohe Weihnachtszeit und bis Donnerstag.